meine Lieben, hier ist Kerstin von Wölfchens Bastelstube. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch hier so eine ganz tolle Bay Window Card, heißt es auf Englisch. Übersetzt heißt das Erkerfensterkarte. Also so ein Erker hier kennt vielleicht der eine oder andere noch aus verschiedenen Gebäuden, die es so noch gibt. Das hat man früher so gebaut, solche Erkerfenster, und ich finde es total schön. Und unter anderem wurde dann auch so, weil die ja diese Form hat, diese Karte so benannt. Ja, und die möchte ich mit euch heute hier basteln. So sieht die von innen aus, eher so ein bisschen schlicht gehalten. Dafür ist hier aber vorne auch ganz viel los. Ja, und wie die gebastelt wird, das zeige ich euch jetzt. Wir brauchen gar nicht mal so viel dafür. Ich habe mir hier ein paar Sachen schon vorbereitet. Und zwar die Grundkarte hier. Das hat ein Maß von 30,5 x 15,2. Und wir falzen die gleich mittig bei 15,2. Und die anderen Werte, die hier stehen, die könnt ihr vielleicht euch ja mal anhalten, wer gleich mitbasteln will, und schreibt sich die ab. Wie gesagt, das braucht ihr aber auch nicht. Ich verlinke euch ja immer, hier oben läuft ja die Homepage von mir lang, und da findet ihr das auf Karten, Osterkarten, und dann findet ihr die Bastelanleitung. Aber wie gesagt, wer gleich mitarbeiten möchte, der kann ja das Video anhalten und mitschreiben. So, dann legen wir mal los. Ich sag euch immer, wenn ich neue Materialien benutze, wie die ja Abmessungen sind. So, dann fangen wir mal an. Ich nehme hier mein Falz- und Schneidebrett zur Hand und falze die Karte hier einmal mittig bei 15,2, hätte ich bald gesagt. Mittig wird die gefalzt bei 30,4. Dann haben wir hier die Mitte. Hoppala. Habe ich wieder verrutscht. So, dann haben wir hier die Mitte. Ach Quatsch, 15,2. 30,2. 30,5 ist ja die... ist ja das der Farbkarton lang. Meine Güte. Also bei 15,2 die Mitte ermitteln. Und dann haben wir das hier so. Einmal können wir uns die falten. Ich lege mir das immer gerne hier so am Schneidebrett lang. Dann haben wir auch akkurat hier die Mitte. So, und dann brauchen wir ja noch hier einmal diese Falzlinien, wo wir gleich hier unsere Karte knicken wollen. So, und zwar geht's wie folgt. Ich überlege gerade, ja, wir müssen von hinten anfangen. Also bei 29,2 machen wir die erste Falz. Dann bei 24,1 die nächste Falz. Ich gucke mal ein bisschen rüber und seht ihr gar nichts. Dann bei 21,6. Also wir falzen rückwärts. Die Falz, und die letzte Falz ist dann bei 16,5. Das ist unsere letzte Falz. Und jetzt brauchen wir den Papierschneider nicht mehr. Und jetzt können wir uns das Ganze hier einmal falzen. Und zwar geht es wie folgt. Unsere letzte Falz hier, die schmale, die hier an der Falzlinie langläuft, die falzen wir nach innen.
Und die nächste falzen wir ganz normal, wie es sein muss, nach außen. Und die nächste hier auch. Und die andere natürlich hier wieder nach innen. So, genau. Und jetzt seht ihr auch, warum wir von hinten angefangen haben zu falzen. So, dieses Stückchen werden wir uns einmal zusammenkleben. Dazu nehme ich hier meinen Flüssigkleber. Ihr nehmt den Kleber eurer Wahl. So, einfach hier zusammenkleben, das Ganze. So, fest andrücken mit dem schönen Falzbein. Ich habe euch das ja schon ein paar Mal gezeigt. Das zeige ich euch. Unterm Video steht dann die Infobox und da verlinke ich euch hier, wo ich das schöne Teflon-Falzbein gekauft habe. Das ist wirklich super schön. So, hier einmal nochmal falzen. Warum das Teflon-Falzbein ich immer sehr gern benutze, ist aus dem einfachen Grunde, weil wenn man so klebrige Hände hat, hat man ja vom Basteln und da bleibt nichts hängen. Man hat immer ein wunderschönes, sauberes Falzbein und die anderen, die ja aus dem Knochen gearbeitet sind, die sehen dann irgendwann richtig schmutzig aus und man muss das aufwendig mit Alkoholtüchern sauber machen. Das wollte ich einfach nicht. Und das ist immer sauber. Also wie gesagt, ist eine einmalige Anschaffung. Also wer das wissen möchte, unterm Video ist das verlinkt, wo ich das gekauft habe. So, jetzt geht's weiter. Unsere Karte haben wir jetzt hier uns einmal fertig gemacht, die Grundkarte. Und wir brauchen hier einmal die Gold- und Silberfolie. Die habe ich mir zurechtgeschnitten. Das sind zwei Stücke. Die haben ein Maß von 0,6 x 14,6 und die kleben wir uns rechts und links hier an diese schmalen Seiten an. Dann nehme ich auch hier gerne meinen Flüssigkleber dazu. Na, und setzen uns das hier. Wer nicht diesen Glitzer hat oder wer das nicht mag, der nimmt im Gold- oder Silberfolie. Also von daher, das ist ja jetzt hier nur ein Beispiel, denn die Geschmäcker sind ja verschieden. Aber wer so einen Glitzer hat, ich fand es hier ganz schön mit dem Grün. Passt ja auch ganz gut mit den kleinen Häschen hier. Und deshalb habe ich das für mich so entschieden. So. So, und jetzt können wir gleich hier mit dem Designerpapier weitermachen. Einmal das oberste hier, das in schwarzer Schrift ist. Da braucht ihr zweimal, wo haben wir's? Ja, hier. Zweimal braucht ihr hier dieses Maß 4,4 x 14,6 in der Länge. Zwei Stück. Und dann brauchen wir noch eins für hier hinten. Das hat ein Maß von 3,2 x 14,6. Und wo ist mein kleines? Ich hatte hier noch ein schmales. Das hängt hier dran. Das schmale hier kommt ja für hier oben. Das braucht ja nur so schmal sein. Und das hat ein Maß von 1,9 x 14,6. Also die Länge ist immer 14,6. So, und dann brauchen wir gleich noch für die Innenseite. Das machen wir dann im Anschluss. So, dann kleben wir uns erst einmal hier unser Designerpapier auf. Unterm Video verlinke ich euch alle Materialien, die ich benutzt habe und wo ich die gekauft habe. So.
Genau, dann kleben wir uns hier das Ganze einmal so auf. So müsste es jetzt bei euch aussehen. Und dann widmen wir uns die Innenseite. Da haben wir ja auch hier diese Falzlinien. Und dann kleben wir uns hier das Ganze einmal genauso auf wie im Vorderteil. Und hier habe ich ja das Designerpapier etwas größer. Und ich sage euch mal die Maße. Also zweimal brauchen wir 4,4 mal 14,6, also 4,4 oben in der, hier auf der kurzen Seite. 4,4 mal 14,6 zweimal. Und einmal haben wir hier das für die Mitte. Und das hat ein Maß hier von 1,9 mal 14,6. Die kleben wir uns gleich hier ein. Und dann brauchen wir noch ein für diese Seite hier. Und das hat ein Maß von 10,2 mal 14,6. Das kleben wir uns hier hin. Und dann haben wir ja noch ein Teil vom Vorderteil. Und das hatte ich euch ja schon gesagt. Das ist 3,2 mal 14,6. Und das kommt hier hin. So, genau. Dann kleben wir uns das jetzt mal fest. Und bei dem letzten Papier, was ja von der Vorderseite noch ist, das kleben wir uns ja hier innen. Da habe ich mir hier so einen, ja, so einen Streifen Schaumpad genommen. Das kriegt ihr sehr günstig im Action. So, und dann so, dass wir hier ein bisschen das erhöht haben. Sonst können wir unsere Karte ja nicht reinstecken. Also wir können es nicht flach hier so aufkleben. Schaut mal, so soll es ja gleich dahinter gesteckt werden. Und ja, schaut mal, ist das nicht schön? Das ist doch wirklich richtig toll. So, das haben wir jetzt auch geklebt. Jetzt brauchen wir noch einen Spruch. Und da habe ich mir hier schon was vorbereitet, so eine kleine Schleife und hier ein paar Kreise. Und zwar hier habe ich ein Oval genommen. Du bist einfach toll. Also das ist ein ganz neutraler Spruch, finde ich. Und das Oval hat ein Maß hier in der Länge von 9 cm mal 6,1. Das ist hier diese Breite. Und das kleben wir uns hier einmal mit Flüssigkleber in die Mitte. So. Schaut mal, das ist doch schön, ne? Oder? So, dann brauchen wir hier für vorne. Für vorne brauchen wir hier noch drei Kreise, und zwar hier der äußerste Kreis. Der hat ein Maß im Durchmesser von 6,3 cm, denn hier diese schöne Glitzerfolie, die hat einen Durchmesser von 5,4 cm. Und der kleine Kreis, wo hier der Spruch drauf ist, der hat einen Durchmesser von 4,5 cm. Wie gesagt, ich schreibe euch alles in die Bastelanleitung. Das findet ihr auf meiner Homepage. So, die habe ich hier mir mit Abstandspads alle übereinander geklebt. Und hier habe ich mir auch schon welche draufgesetzt. Und dann kleben wir uns hier das Ganze einmal auf unsere Karte. So. Einfach hier oben so. Hier auf dem schmalen Teil, ne? So, dass das nachher so aussieht. Und noch eine schöne Schleife. Dann nehme ich mir hier aber mein Kludert zur Hilfe, weil das ist so eine Plastikschleife hier und die rutscht dann immer schnell gleich mal weg. So. Und die setze ich mir hier oben. Hier oben drüber. Ja, meine Lieben,
Das war eigentlich relativ schnell eine wunderschöne Osterkarte. Alles, wie gesagt, ist ja immer handgemacht bei uns Bastlern und sowas kann man nicht kaufen. Definitiv nicht. Schaut mal, ist die nicht schön geworden? Die ist doch wohl total knuffig mit den süßen Hasenkindern hier. Ich denke mal, das passt wunderschön zum Frühling oder jetzt zu dem bevorstehenden Osterfest. Ja, meine Lieben, das war's heute von mir. Das war hier unsere Karte, die das Ausgangsmaterial hergegeben hat. Und die haben wir hier zusammengebastelt. Hier habe ich eine lindgrüne Schleife oder apfelgrün, ist es ja mehr, verwendet. Und hier eine gelbe, so als Farbtupfer noch mit oben drauf. Ja, meine Lieben, wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert doch kostenlos meinen Kanal. Dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. So, das war's für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Dann sag ich Tschüss, eure Kerstin. Tschüss.